Besucher von Märkten des Mittelalters und der Wikingerzeit kamen am ersten Oktoberwochenende 2019 am Silbersee voll auf ihre Kosten. Zum vierten Mal hatten dort Krieger und Handwerker ihre Zelte aufgeschlagen und präsentierten früheres Markt- und Lagerleben. Dieses Jahr ist mein zweites Jahr, dass ich hier bin, aber geplant ist zusammen mit der Uschi, wir werden auch noch öfters diesen Markt zusammenführen. Wir haben ungefähr, also reine an Händlerständen haben wir ungefähr, ich würde sagen, 12 bis 15 Stände und nochmal an die 10, 15 Herlager. Aber viele kommen hier auch teilweise aus der Umgebung, eben weil der Markt zum Saisonabschluss für viele auch in der Nähe dann ist, um nochmal aufzubauen und ein bisschen. Handwerkliche Waren und Fertigkeiten aus der Zeit der Wikinger und des Mittelalters wurden präsentiert und erklärt. Darunter auch Liköre, Met und Bier. Da sind wir das erste Mal am Strand. Die letzten Jahre standen wir auf der anderen Seite, auf der Wiese. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg für den ganzen Markt hier. Danke dann. Dankeschön. Märchen aus dem Orient erzählte Christine Dammann. Sie ist Mitglied der Gruppe Drachenreiterei. Am Donnerstag sehr, sehr gut. Und wir haben ganz viele Geschichten erzählen können. Die Kinder waren ganz begeistert. Und es war wunderschön und es war richtig gut. Am Freitag hat es dann geregnet und da war gar nichts los. Aber heute sind jetzt schon wieder viele Kinder unterwegs. Zum ersten Mal in Haltern präsentierte sich Magier Magus Antonius aus Düren mit seinem Stand. Er überraschte die Kinder mit seinen Zaubertricks. Weil ich bin Nonstop-Zauberer. Ja, das heißt also, wenn ein Kind kommt, dann zauber ich auch für den. Ich habe keine Vorstellungszeiten, sondern wenn ein Kind kommt, dann zauber ich auch mit dem. Welche Waffen es zur damaligen Zeit gab, demonstrierten Krieger den Besuchern. Sie vermittelten einen Einblick in die Schwertkämpfe der Wikingerzeit und des Mittelalters. Ein Highlight für die Besucher. Ja. Nachgucken, was die noch so brauchen. Auch wir schauen, also ich schaue immer gerne nach Schmuck und wir essen auch immer sehr gerne hier. Wir interessieren uns für Mittelaltermärkte und haben uns erkundigt, wo der nächste ist. Und dann ist es dieser geworden. Okay. Wir möchten uns einfach einmal umschauen. Die Kinder möchten gerne neue Waffen erwerben, Mittelalterwaffen. Genau, und was Leckeres essen natürlich. Für den Veranstalter und die Standbetreiber war der Wikingermarkt trotz des Regens wieder ein voller Erfolg. Sie hoffen auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.